Hallo und willkommen zu einer neuen Folge hier zu Minecraft Aquanary Dino. Genau. Ich habe jetzt ein bisschen das Haus noch ein bisschen ausgebaut, weil ihr habt auch Ideen gegeben, was ich da oben bauen soll. Das zeige ich euch nämlich gleich, was ich gebaut habe. Genau, ich habe das hier zu bauen mit so einem Kronleuchter. Es gibt irgendwie keinen Kronleuchter zum Craften, deswegen habe ich das einfach mit Glowstone gemacht. Ich habe einfach hier, ein paar Dings hier, Lampen hier in dem Dorf da drüben zerstört. Ich glaube, die haben es mittlerweile schon ersetzt. Kriegt man nicht Glowstone raus, wenn man die Lampen hier zerstört hier. Ich habe so einen richtig schönen Tisch hier gemacht, so einen Glastisch. Man kann sich sogar so hinsetzen und hier einfach rausschauen. So ein schönes Wasser, ist einfach so cool. Genau, was ich heute... Ich hab hier noch einen Crossbow. Genau, was gibt's hier noch? Eine Richtung craften, das muss ich eigentlich noch ein bisschen machen. Und hier ist das Schaf, wie auch immer ich das noch nennen kann. Erkunden. Heute tun wir nicht erkunden. Genau, Schafnamen geben. Das muss ich auch noch machen, aber erkunden kann ich jetzt mal so machen, weil heute gehen wir definitiv mal erkunden. Und zwar, jetzt zeige ich euch mal, was ich hier gebaut habe. Und ich habe auch hier die ganzen Fenster, also die ganzen Zäune hier mit Blätter jetzt ersetzt. Und die Schokobeans, keine Ahnung, ich pflanze die irgendwie nicht mehr ab oder so, ich farme die nicht mehr, keine Ahnung. Genau, auf jeden Fall haben wir heute gebaut, nämlich, warte, ich komme nicht drüber, ich gehe mal hier, so. Okay, seid ihr bereit? Und bam! Ich habe einfach eine Glaskuppel da oben gemacht. Das ist richtig cool. Genau, jetzt gehe ich mal hoch und jetzt, ihr werdet nicht glauben, wie schön das jetzt aussieht. Schau, warte. Ich gehe mal hier hoch. Im Shader sieht das so cool aus. Oh, ich backe hier ein bisschen. So. Sieht so cool aus und ich habe sogar das Bett hier hochgebaut. Und die Blöcke kann man ganz einfach craften hier. Man muss ja einfach Grey Terracotta machen, also Terracotta. Nachher muss man das schmelzen, nachher muss man das schmelzen. Nachher kriegt man Grey Glaze Terracotta. Das ist der Block praktisch. Das sieht auch richtig schön hier aus. Und nachts sieht es noch schöner hier aus. Sieht aber so cool aus. Da vorne ist da auch noch, ja. Hier ist auch jetzt mein Bett. Ich habe jetzt ein besseres Bett hier crafted, das ist auch cool. Hier sind noch die Dings hier. Die Lampen. Genau. Dann schaue ich jetzt gleich mal in Brief Costa Redino. Dann gehe ich mal zum Dorf und schaue, was neu ist. Und nachher gehen wir eigentlich erkunden. Heute wollen wir eigentlich noch erkunden, genau. Was gibt's hier Neues? Leonard, okay. Ich glaube, das ist noch das Alte. Ja, das ist noch das Alte. Okay, Aufgabe für dich. Okay, was auch immer das hier ist. Ich wollte eigentlich bei der Dings auch noch... Egal. Ich lese das hier mal vor. Okay. Hallo, hier ist Wilhelm. Ich habe eine Aufgabe für dich. Habe gerade gehört, dass du einen Briefkasten besitzt. Komm einfach zu meinem Haus. Okay. Ich gebe das mal hier wieder rein. Ich hoffe dann, mein Dings hier überfüllt sich nicht irgendwann. Und genau, ich habe eine Glocke jetzt auch. Oh, das war laut. Egal. Ich habe jetzt einfach eine Glocke. Den ganzen Schafen, den ganzen Dings hier geht's auch gut, glaube ich. Aber die Gaskuppel ist cool. Es sieht auch schon mal aus, als wäre es so ein Fischglas oder sowas. Egal, da fahre ich hier mal rüber. Ich wollte auch noch mein Geld, genau, die 100-Dollar-Scheine muss ich natürlich auch noch mitnehmen. Ich hoffe, dass der Banktyp hier es immer noch nicht bemerkt hat. Meine Dollarscheine, als ich die gestohlen habe. Okay. Wertvolles. Wo sind meine Dollar? Hier sind sie nicht drin. Materialien, Mob-Drops, Essen. Oh, ein Calamari-Dings-Fisch ist fertig. Ich klicke mal hier in Essen rein. Oh, hier sind sie drinnen, die 100-Dollar-Scheine. Ich weiß zwar nicht, wo die jetzt hinkommen sind, also wie die reinkommen sind, aber egal. Genau, ich wollte mich die auch noch mitnehmen hier zu Dings, genau. Warte, jetzt wird es hier gerade Nacht, dann schaue ich hier gleich. Das sieht so cool aus hier einfach, hier oben. Vor allem das Bett hier. Egal, dann gehe ich hier mal rüber. Ich glaube, ich schlafe gleich, das Tag hier wird. So, so. Das ist halt einfach richtig cool, die Kuppel hier. Genau, dann wollte ich hier eigentlich noch auf die Kreditkarte, wollte ich eigentlich noch mein ganzes Geld hier raufgeben, nicht, dass mich irgendwer hier stiehlt. So, dann gehe ich gleich hier mal nach vorne zu der Stadt Redina oder Dorf. Mittlerweile ist es, glaube ich, eine Stadt, weil es so riesig ist. So, vielleicht hat sich was Neues getan, vielleicht auch nicht. Ich gehe mal rüber zum Wilhelmer Redino. Ich finde den Crossbow auch so cool. Ich hoffe, ich glaube, das war eine Geheimschaft, nämlich da vorne. Ich hoffe, der Typ hier hat es nicht bemerkt. Ich weiß jetzt nicht, wie der nochmal heißt. Wie heißt der? Manfred? Doch, Manfred heißt er, glaube ich. So, ich gehe mal den Crossbow hier weg. Nicht, dass hier irgendwer was bemerkt. Bemerkeridino. Ein leichter Zungenbrecher. Okay, so. Willem. Gut, dass du hier bist. Ich habe gehört, dass hier irgendwo eine andere Insel bewohnt ist. Du kannst schon mal schauen, wo es liegt. Okay, ich glaube, Willem hat auch irgendwie einen kleinen Fehler hier. Ich hoffe, die greifen uns nicht an. Okay. Eine Insel. Ich gehe definitiv mal hier unten hier. Okay, hier wohnt immer noch keiner, glaube ich. Ja, und den Schmied geht es wahrscheinlich auch gut. Den Typen hier. Oh! Okay. Der hat hier neue 100er-Scheine reingegeben.
hoffe. Achso. Warte mal, wir haben die 100er Scheine. Das sind doch mal 100er Scheine. Ich überlege gerade, soll ich die auch mitnehmen? Ich hoffe, den Typen fällt das nicht auf. Dem fällt das nicht auf, der fällt es neben ihm auf. Ah, hallo, wie heißt nochmal? Hallo, Ben Bankus. Ich tu mal hier schnell Kreditkarte, so. Bam. Geht das hier irgendwie? Wie geht das nochmal? Ah, hier kann man, genau, hier kann man Geld hochgeben. Bam, 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 bam. Nochmal 5. Oder kann ich? Warte, wie viel habe ich jetzt? Achso, genau, ich habe 900. Okay, 905 auf der Kreditkarte. Ja, eigentlich sind wir schon ganz doll reich hier. Und was gibt mit dir? Okay, da kann man immer noch nichts. Genau, und nächste Folge machen wir wahrscheinlich, hier irgendwie, schauen wir, dass wir hier irgendwie einbrechen oder so. So. Ich hoffe, dir fällt das nicht auf hier mit dem Geld. Oder ich hoffe, dass er nämlich nicht beschuldigt hier. Genau, was soll ich noch schauen? Ich glaube, hier ist nichts neu einfach. Nee, ich glaube, dass hier nichts Neues. Obwohl, wir können uns eigentlich. Oh, der Typ rennt schon wieder gegen Elektrozahn. Das ist nicht gut. Deine Villager. So. Was kann ich hier kaufen? Nicht bei Häuser. Ist gestanden. Wir nehmen einfach das Buch von Villa um. Ich glaube, das darf ich nicht umnennen. Wirklich, das darf ich. Das ist von einem Villager und sonst greifen die mich alle an. Sonst sind die alle irgendwie. Keine Ahnung. Sind die alle irgendwie unfreundlich? Ich weiß nicht. Genau. Ja, das ist das Ding. 100.000 kostet das. Was kostet das nochmal? Ich glaube, 10.000. Großhaus können wir uns eigentlich bald leisten. Hör mir drauf. Kleine Unterkunft auch schon. Ich weiß halt nicht. Kleine Unterkunft hat sich so. Ich glaube, das ist unser Haus besser. Eine Villa dauert vielleicht noch ein bisschen wie 1.000. Das kostet 100.000. Also, wir brauchen alles praktisch 100 mal mehr Geld wie jetzt. So, dann gehe ich hier mal wieder zurück. Eigentlich kann ich gleich erkunden gehen. Ah, ich gehe gleich, glaube ich, erkunden hier. So, bam. Ich fahre mal hier nach hinten, weil da vorne war auch noch eine Insel und hier toben Villager herum. Genau, die Insel da vorne nämlich. Die wollte ich auch noch erkunden, redienen. So, dann fahre ich hier schnell nach vorne. Genau. Ja, wo wird die Insel bitte sein? Weil hier gibt es irgendwo eine Insel, die irgendwie bewohnt ist oder so. Ich hoffe, das ist nicht die Insel. Ich hoffe, weil der Typ hat ja gesagt, der Wilhelm hier, dass die bewohnt sind. Und er sagt, dass er hofft, dass sie ihn nicht angreifen. Also heißt das, dass sie nicht friedlich sind. Und hier ist ein Schiff, fällt mir gerade auf. Ein Chivalry Do. Und da vorne sind doch mehr Inseln überall. Ich glaube, das ist so ein ähnliches Schiff, wie ich aufgewacht bin. Sieht dann ein String. Gold Nugget. Also noch drin ein Gold Nugget. Oh, ein Blaze Rod. Okay. Blaze Rod brauchen wir, glaube ich, unbedingt. Blaze Rod Redino. Oh, ich habe ein Achievement gekriegt. Nämlich, komme ich hier irgendwie raus? Hier ist noch ein Chest. Ich kann mit dem Tränke brauen. Das ist sehr nützlich. Oh, Water Breathing. Okay, das brauche ich wahrscheinlich auch gleich. Und hier ist wahrscheinlich nichts drunter. Ich glaube, es ist einfach. Hör auf. Ist ja da Kohle. Sonst eigentlich nichts. So, dann baue ich jetzt wieder zu. Bam. Hier ist noch ein Boot. Hier ist mal zur Sicherheitsweise. Mitte vorne ist auch noch ein Dings. Aber ich weiß jetzt nicht, was hier überall ist. Ist hier noch irgendwas? Ist die Frage, Redino. Ich glaube nicht. Ist im Untergrund, glaube ich, ist auch nichts. Ich weiß nicht, gibt es eigentlich eine Mine? Ich könnte eigentlich mal schauen. Hier ist Eisen. Ich nehme mal das Eisen hier mit. Iron the Redino. So, bam. Dann gehe ich gleich weiter. Erkunde Redino. So. Hier sind auch Kokosnüsse. Kokosnüsse hier. Hier ist doch die Stadt Redino. Ich hoffe, ich verfahre mich nicht. Ich fahre mal in die Richtung hier. Vielleicht ist da irgendwas. Genau. Okay, rechts oben steht irgendwie Iron Pickaxe. Ich lasse mir den Crossbow out. Also rassen. Da vorne ist auch irgendwie eine Dings. Da vorne. Hier sind überall Inseln, fällt mir gerade auf. Ich kann mal noch größer erkunden gehen, wenn er Walter Redino. Man kann einfach überall Iridino sagen. Hier ist auch noch ein Schiff, das loote ich gleich. Aber da ist irgendwie nur ein kleines Schiff hier. Egal, ich gehe auch trotzdem hier zu der Insel. Zur Insel Redino. So. Genau, ich habe eine Crossbow Redino. Was ist das? Okay, ich glaube, das ist eine nicht so freundliche Insel. Ich hoffe, die sehen mich nicht hier. Auf der Insel. Was ist das da vorne? Ich hoffe, die sind freundlich. Weil der Typ hier hat auch gesagt, dass hier, ja, dass Wilhelm hofft halt, dass die ihn nicht angreifen. Und ich habe noch zum Glück hier Essen mit.
Vorne ist auch eine richtig große Insel, kann ich auch mal hinschauen. Aber ich will jetzt mal das Boot hier noch looten. 100er Scheine? Goldnuggets, was ist hier drinnen? 500er Scheine? Okay. Melohi, nicht Meloni, sondern Melohi. Was hier? Nochmal 200er Scheine, lol. Nochmal Night Vision, schaut fast gleich aus. Aber lol, so viel Geld. Okay, wahrscheinlich war das irgendwie so ein Banker, der irgendwie zum Will, zum, nicht zum Willmann, zum Bankus fahren wollte oder so. Aber egal, Geld ist Geld, ich nehme einfach das Geld mit. Okay, da vorne ist wieder ein Ding, ich hoffe, die haben keine Schützen hier. Ich hoffe es mal, ich gehe mal mit dem Crossbow in der Hand, oh, okay, ich bin ja runtergestiegen gerade. Mit Crossbow in der Hand gehe ich mal da vorne hin. Ich glaube, ohne Crossbow bin ich schneller. Ich gehe mal einfach mal hin hier. So, da vorne ist auch noch eine Insel. Ich hoffe, die haben wirklich keine Schützen hier oben. Ich glaube nicht, oder? Haben die Schützen? Ah, lol, was ist das für eine große Mauer und alles, lol. Okay, gehe ich hier mal schnell hin, Redino. Weil ich glaube, ich traue mich nicht rein. Ich glaube, das sind zu viele, irgendwie, ich weiß nicht, ob die böse sind oder nicht böse. Aber ich kann mal hier außen rumfahren. Ich weiß nicht, ob die böse sind. Sind nur Leute drinnen? Ich glaube, die schlafen gerade alle, oder? Hallo? Hallo? Sind hier welche? Oh, ich bin drinnen. Oh, hier sind definitiv welche. Ich hab Angst. Kann ich hier rein mit dem Boot? Kann ich durchbacken? Seid ihr freundlich? Der ist nicht freundlich. Der hat irgendwie nichts in der Hand. Warum auch immer. Oh, oh, der ist nicht freundlich, definitiv nicht. Schießen an. Okay. Ich glaube, ich bleibe hier mal draußen. Aber der Bogen macht One-Shot, das ist gut. Also definitiv, die gehe ich an. Ich bleibe mal raus und gehe mal wieder nach Hause, unbedingt. Aber die haben ein richtiges großes Dorf. Die sind sehr, sehr böse. Ich gehe mal wieder hier nach Hause. Weil ich habe echt Angst, dass sie uns angreifen hier, unser Dorf. Weil die sind echt stark, glaube ich. Ich hoffe, ich glaube, die One-Hitten oder so. Auf jeden Fall, ich glaube, ich fahre wieder zurück. Es ist jetzt auch schon nach der Redino. Also ich fahre auch hier schnell zurück. Ich glaube, da irgendwo die Richtung war, dass du nach Hause kommst. So, ich hoffe. Ja, da vorne ist schon das Dorf. Puh, das liegt sehr nah. Ich hoffe nicht, dass wir uns irgendwie angehen oder so. Aber, wir wissen, dass ein Dorf ist. Vielleicht haben wir die Loot? Ich weiß es nicht. Aber ich glaube, die bauen gerade noch auf. Also, von daher. Vorne sieht man meine Glaskugel hier am Haus oben. Sieht so unnatürlich aus irgendwie. So, dann fahre ich hier schnell nach Hause, Redino. Oh, okay. Da vorne ist auch noch das eine Schiff. Ich könnte mir eigentlich hier so ein Unterwasserhaus bauen. Oder ich könnte mal so einen Bunker. Oder nein, ich habe noch eine bessere Idee. Ich könnte da vorne auf der Insel vor der anderen Dings so einen kleinen Stützpunkt so bauen unter der Erde, wenn ihr wollt. Ich stimme mal rechts um mein I ab, ob ich das bauen soll. Ich könnte auch irgendwie Tipps geben oder so, was ich hier bauen noch soll. Ich kann vielleicht ein Unterwasserhaus bauen oder sowas. Kann ja alles Mögliche machen hier. So, dann gehe ich mal rein hier. So. Ich kann auch klingeln hier. So, dann gehe ich hier hoch. Und ja, ich kann ja auch hier, okay, Sonnenuntergang, glaube ich. Oder wenn ich schnell bin, kann ich hier noch den Sonnenuntergang erleben. Ich glaube, die Sonne ist schon untergegangen. Nee, es hieß noch nicht untergangen. Okay. Da ist immer ein Sonnenuntergang. So cool. Das Glas ist so einfach so cool aus, wenn ich jetzt das Licht abdrücke. Dann sieht das komisch aus. Hier ist noch eine Fackel. Fackel gehört nicht hier, ja. Weil das ist ja nur das, die Lichtquellen sind. Sieht richtig schön aus da vorne. Das Dings. Hier ist Sonnenuntergang. Den Sonnenuntergang würde ich auch gleich sagen. Das war's für die heutige Folge Minecraft Aquana. Lasst ein Like und ein Abo da für mehr Minecraft Aquana. Und stimmt unbedingt ab und schreibt in die Kommentare, was ich hier bauen soll. Ob ich hier einen Stützpunkt hier bauen soll vor der Insel. Vor den Villagers oder was es ist. Ich weiß nicht, wie die bösen Villager hier heißen. Auf jeden Fall sind die, glaube ich, sehr böse und ich hoffe, dass sie uns nicht angreifen. Vielleicht schauen wir nächste Folge weiter und ja, uns Abo und Like da lassen und ciao.